Ich habe vorher gesagt, Viana hat manchen Leuten helfen können, manchen nicht. Und sie hat eben lang geforscht, wie Viana Stieberl ist die, die dieses Buch geschrieben hat, die, die später gekommen sind. Sie ist drauf gekommen, es hängt hauptsächlich an Glaubenssätzen. Die Leute fühlen sich nicht wert, geheilt zu werden, glauben, sie müssen irgendeine Krankheit haben, um zu wachsen. Denken, dass wenn sie das kriegen, dann, wenn es ihnen besser gehen würde, dann müssten sie all den Leuten um sich herum helfen oder dann müssten sie es sofort weitergeben an andere und stresst sie irrsinnig. Oder sie sitzen ewig lang in einem Rollstuhl und es geht ihnen einfach auch in einer Weise gut, weil sie sind sicher und sie sind unterstützt und sie würden sich nicht in diese neue Identität reintrauen. Sie merken, es gibt Fälle, wo Leute durch Theta Healing wieder gehen konnten und nach 3 Tagen wieder zurück wollten in den Rollstuhl, weil sie einfach gesehen haben, das ist mir zu unsicher. Dadurch, immer durch solche Vorfälle, hat man dann bei Theta Healing neue Tools entdeckt. Wenn man was verändert, dann muss man auch das Gefühlsmilieu ändern. Man hat Gefühlsdownloads entdeckt. Das Ganze ist entdeckt. Was ich euch heute erzähle, ist nichts Neues. Gibt es seit tausenden Jahren. Ihr wisst es alle, wir aktivieren nur was. Also es ist eine kleine Erinnerungsrunde. Wir gehen hinauf auf diese Täterebene. Und von dort oben gehen wir runter zu der Person, zu unserem Gegenüber. Stellen uns einfach vor, dass wir hier in den Körper reingehen. Vielleicht sind wir nur Dunkles, gar nichts. Vielleicht haben wir Lust, eine Taschenlampe anzuklicken und ein bisschen zu schauen und uns vorzustellen, wie wäre es, wenn ich wirklich was sehen würde. Es zieht immer höher. Unsere Kugel tragt uns durchs Universum. Wir sind Männer und wir wollen euch heute zeigen, was es bedeuten kann, ein Mann zu sein. Rollenbilder, Verhaltensmuster. Männer haben keine Angst. Männer haben immer einen Scherz auf Lager. Männer weinen nicht. Männer sind stark. Männer interessieren sich für Technik, Computer, Autos. Männer sind erfolgreich. Männer wollen gewinnen. Männer streben nach Wertschätzung und Anerkennung. Man darf keine Fehler machen. Männer ärgern sich, wenn etwas schief geht. Sexualität. Dem Wettpinkeln in der Kinderzeit folgt möglicherweise in der Peergruppe das Wettunanieren. Aber ganz sicher das verbale und raufhändelnde Wetteifern um Potenz und auf keinen Fall schwul sein. Praktische Sexualität bleibt verschleiert und verunsichert. Die Väter stehen selten als Informationsquelle zur Verfügung. Die dritthäufigste Todesursache von Männern zwischen 15 und 65 ist Selbstmord. Mir geht es so am Arsch, wo mir irgendwie am Schwanz schaut, wenn ich schiffen will. Kann ich nicht. Es ist nicht wichtig für mich, wie alt du bist. Ich will wissen, ob du es riskierst, wie ein Narr auszusehen. Um deiner Liebe willen, um deiner Träume willen und für das Abenteuer des Lebendigseins. Es ist nicht wichtig für mich, welche Planeten im Quadrat zu deinem Mond stehen.
Ich will wissen, ob du dein eigenes Leid liebevoll umarmen kannst. Ob du durch die Prüfungen des Lebens offener geworden bist. Oder ob du dich zusammengezogen und verschlossen hast. Und dem angeblichen Regen, der aber erst am Sonntag kam, so viele liebe Menschen am Festivalgelände eingefunden hatten. Der Aufruf, Teil 1 einer Trilogie, hat viele Menschen angelockt, die auch hoffentlich die nächsten Jahre dabei sein werden, wenn der Zyklus mit der Zusammenkunft 2009 weitergeht.